Servus allerseits. Ich bin mal wieder zurück und ich bin nicht allein. Wer ist bei mir? Hey. Wer bist du? Der Vicky von Vicky's Kitchen. Der Vicky von Vicky's Kitchen, genau. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn schon. Wenn nicht, kennt ihn jetzt. Hier irgendwo wird jetzt sein Kanal eingeblendet. Und dann guckt ihr euch mal seine leckeren Rezepte an. Was machen wir heute? Wir sind in Deutschland. Ich bin Sonntagnacht zurückgekommen und habe jetzt 2 Tage hier, bevor es morgen auf den Trip nach Houston geht, wo ich am Samstag wieder auf die WBFF-Bühne steige. Mir geht es eigentlich ganz okay. Klar, ich merke die Strapazen, aber das passt. Ich habe wieder ein bisschen was gegessen und man sieht es mir auf dem Gesicht an, ich bin nicht mehr ganz so geisterhaft. Und der ganze Körper ist wieder ein bisschen voller und weiß ich, 5-6 Kilo schwerer. Aber das ist cool. Der Plan ist, dass ich heute auch nochmal ganz Körper-Oberkörper-Workout mache. Machen wir zusammen. Und morgen geht dann ein Flug, morgen früh um 6 Uhr irgendwas von Stuttgart aus. Am Morgen schmeiße ich wieder die Kohlenhydrate raus, aber da werde ich euch immer dann up-to-date neue kleine Clips hochladen bzw. über Wiki an euch zukommen lassen. Jo, in diesem Sinne, willst du noch was erzählen? Sehen wir uns später. Sehen wir uns gleich beim Andi im Studio. Bis gleich. So, jetzt sind wir beim Andi angekommen. Zumindest bei Andis Gym. Andi hat leider einen Termin außer Haus, aber den haben wir euch letztes Mal schon vorgestellt. Machen gerade noch so die letzten Pre-Workout-Preparations. Wie ihr bei mir ja schon aus meinen Videos wisst, esse ich immer BCAAs rund um Training. Wir werden ein Ganzkörper-Oberkörper-Training machen. Wir fangen an mit Rücken, mit einem breiten Latzug. Danach machen wir einen Ruderzug, wahrscheinlich im Supersatz mit vorgebeugtem Langhantelruder an der Multipresse. Danach werden wir Langhantel-Flachbankdrücken machen oder Kurzhantel, wie wir Lust haben. Das Ganze auch nochmal schräg und Butterfly, damit ist die Brust auch fertig. Für die Schulter bleiben wir auch bei den Basics. Schulterdrücken und Seitheben mit vorgebeugtem Seitheben im Supersatz. Und dann vielleicht noch eine Übung für Bizeps und Trizeps und das Ganze war es auch schon. Das Prinzip davon ist ziemlich einfach. Wir trainieren vom großen Muskel zum kleinen Muskel und wollen uns an sich nur entleeren, weil jetzt die kurze Woche zwischen den beiden Wettkämpfen habe ich nicht Zeit, dass ich mich komplett auflade und wieder entlade. Deswegen nehmen wir alles nur so ein bisschen an und morgen werde ich gar nicht trainieren können, weil ich wieder 16 Stunden im Flieger sitze. Deswegen machen wir heute halt, was machbar ist. Ja. Ich ziehe einfach beim Dani ein bisschen mit. Vicky macht einfach mal wieder mit. Das letzte Training wäre auch schon gut. Das habe ich auch am nächsten Tag richtig gut gespürt.